Guten Abend, guten Abend. Ist denn schon jemand da? Der Bot hat gerade Hallo gesagt. Und vorher war schon, glaube ich, schon Pi dabei. Hallo Pi und danke für deinen Hinweis auf meinen Stream. Hallo Marco. Hallo Cooler Malaka Unterstrich. Was, hattest du immer schon Unterstrich? Wär mir gar nicht gewusst. Guten Abend, Selene. Schön, dass du auch hier bist. Und vielen Dank für deinen Follow. Der VIP ist auch da. Hallo Thyrawal, hallo Diamantrix und natürlich hallo Ehrengast Stream Elements. Hallo Engel und hallo Pommespirat. Ja, habt ihr denn heute Mittag alle schon reingeguckt bei Pi und Josie oder habt ihr schon das neue Video von Jocke gesehen? Vielleicht verlinke ich das alles nochmal. Die haben ja alle schon sich einen Blick auf das neue Event geworfen. Wieder noch? Okay. Naja, dann versuche ich mal, meinen Blick darauf zu geben. Zweimal ja, sehr fleißig. Hallo, Josie. Du hast dich nicht spoilern lassen? Ja, ich schon. Ich habe mich spoilern lassen. Aber ja, ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe auch schon ein bisschen angefangen, das Event, die Event-Questline zu spielen. Vielleicht starten wir einfach mal bei der Ankündigung, wenn wir uns das Event anschauen. Ups, jetzt habe ich hier ein bisschen was rausgeschoben, glaube ich. Nö, alles gut. So. Guten Abend, Kanzler. Hallo. Oh, und danke dir für deinen Prime-Sub, Cooler Malaka. Vielen Dank. So, okay. Na dann starten wir mal ein. Die Ankündigung kam heute, interessanterweise erst nach Eventbeginn. Ich glaube, das Event ist um 10.30 Uhr gestartet und um 10.37 Uhr kam dann die Ankündigung, dass da ein Event startet auf der Beta. Ja, kann man machen. Ist ja nur Beta, ne? Und das sieht ja immer ganz nett aus. Es wird ja wahrscheinlich dann auf dem Live-Server ähnlich angekündigt im Forum. Ob alles so 100% 1:1 dann, wie es jetzt hier dargestellt wird, dann auch auf dem Live-Server kommt, ist natürlich unklar. Das ist ja eben der Sinn des Beta-Servers, dass es jetzt noch getestet wird und auch das Feedback der Community eingeholt wird. Und ich gebe zumindest mein Feedback so ein bisschen in Videoform ab. Ich bin da jetzt ein bisschen schreibfaul. Okay. Wir lernen hier also schon mal, dass dieser Questgeber Primrose heißt. Vielleicht kennt ihr Primrose. Interessant, oder? Also das ist ja irgendwie eine mittelalterliche Welt, aber ich glaube, war das nicht Primrose Aberdeen aus die Tribute von Panem? Also die haben hier wieder eine Anspielung liegen lassen. Es gibt ein Spielbrett, auf dem gespielt wird. Das Event heißt jetzt nicht Hero Event, wie es dann im Deutschen heißen wird, ist ja auch noch unklar. Es heißt jetzt Fellowship Event auf dem Beta-Server. Vielleicht könnte es dann Gefolgschaftsevent oder Gemeinschaftsevent oder sowas heißen. Mal schauen. Vielleicht heißt es auch Helden-Event. Man weiß es nicht. Ja. Funklöcher. Ja, Piraten. Marco, ich kann dich beruhigen. Es sieht sehr danach aus, als würde es dann auch noch ein Sommer-Event geben mit Piraten. Aber
da können wir gleich später nochmal einen Blick drauf werfen. Und ich weiß gar nicht, was diese Dinger jetzt hier sind, diese Taschen. Klar, hier gibt es diese Taschen. Achso, to move to the next city and towards a fellow of your choice, you will need to travel. Aber okay, das verwirrt mich jetzt, weil diese Taschen hier alle gleich aussehen. Auf den ersten Blick, ich schaue mal in das Event direkt rein und öffne mal das Spielfeld. Hier sehen die doch gleich aus. Naja. Aber es gibt halt unterschiedliche Taschen. Und die geben natürlich unterschiedliche Preise. Aber das Prinzip ist, glaube ich, ein sehr bekanntes. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Es gibt ein Ligensystem und es gibt Helden. Und dieses Heldensystem ist wieder so ähnlich wie mit den Coaches im Forgepool-Event. Also es gibt halt irgendwie einen Default-Held, der kann schon was, so wie der Default-Trainer im Forgepool-Event. Und dann gibt es halt irgendwie spezialisierte Helden, wie diese spezialisierten Trainer im Forgepool-Event. Und es gibt einen ultimativen Held, ich glaube, der hieß sogar ultimativer Trainer, oder? Der dann irgendwie alle Fähigkeiten von allen anderen in sich vereint hat, aber eine gewisse Anzahl an Diamanten kostet. Das finden wir hier wieder. Schauen wir uns gleich nochmal im Spiel an. Es gibt ein neues Hauptgebäude. Es gibt noch Nebengebäude. Auch die mit ihren Werten gucken wir gleich noch näher an. Und hier auch interessant, es wird die Frühlingsgebäude geben. Also die Hanami-Brücke und die Suishun-Mühle. Die wird es geben. Als Tagespreise und die Stage of Ages mal wieder. Ich glaube, die Stage of Ages wird der neue Schrein des Wissens. Einfach größer und besser. Aber Stage of Ages werden wir, glaube ich, in Zukunft in sehr vielen Städten in vielfacher Ausführung sehen. Stage of Ages Wüsten. So wie die Wunschbrunnen sage ich schon, Schrein des Wissens Wüsten früher. Aber Wunschbrunnenwüsten gibt es natürlich auch. Und es gibt einige neue Avatare. Darunter auch diesen Ritter hier. Der macht schon einiges hier, denke ich. Okay. Das vielleicht mal als groben Überflug über die Ankündigung. Und dann schauen wir mal ins Spiel rein. Jetzt gucke ich nochmal schnell über den Chat. Ja, die nicht angeschlossenen Häuser, da hat sich die Josie schon drüber aufgeregt. Wie kann man... Oh, jetzt hat wieder meine Maus ein Problem. So. Fehlt manchmal die Verbindung. Ich habe so ein paar nicht angeschlossene Häuser wegen der Bevölkerung, wobei ich die auch jetzt gar nicht mehr so richtig nötig habe. Könnte ich jetzt eh nochmal umbauen, meine Stadt. Aber das kommt dann irgendwann. Genau. So, ich weiß jetzt nicht, was ihr mit Funklöchern meint. Guten Abend, Uwe. Beim Währung kaufen. Ja, vielleicht. Ja, da ist es. Alles klar, Tyrawal. Richtig, wenn man die Währung kauft, dann sieht man jetzt diese anderen Bilder, wo man jetzt eben auch die ausgepackten Reisetaschen sozusagen sieht. Also es gibt eine gewisse Anlehnung an Herr der Ringe mit dieser Reise, diesem Fellowship und auch eine gewisse Anlehnung durch den Questgeber an die Tribute von Panem. Ja, aber hier habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. Ich habe mir schon eine gewisse Anzahl an diesen Reisetaschen geholt, um auf der Karte ein bisschen spielen zu können. Die Event-Quests an sich, da gibt es nichts Neues. Das ist halt so, wie man das kennt. Auch was die Preise angeht, gibt es halt hier auf Stufe 2 und 4 dann nochmal die Eventwährung und auf Stufe 1 das Grundgebäude sowie auf 3 und 5 dann jeweils ein Ausbaukit. Also alles sehr üblich und die Quests, da gibt es jetzt auch nichts Neues, was man nicht schon aus anderen Events kennt. Das Spielbrett sieht natürlich anders aus, so vom Design.
Hauptgebäude, Rest ist egal. Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt tatsächlich einige interessante andere Gebäude, Kula Malaka. Ja, Spielbrett ist, wie gesagt, man kann sich hier diese Trainer holen und es gibt diesen ultimativen, nee, ich sag schon Trainer, man kann sich diese Helden holen und es gibt diesen ultimativen Helden, der dann wieder für 150 Diamanten insgesamt zu erhalten ist. Also dieses Prinzip ist wie im Forgebolt-Event und das Spielbrett im Grunde, auch wenn ich mich nicht irre. Oder auch jetzt wie im Training des Fußball-Events. Also man kann sich halt einen der drei Spieler hier auswählen, zu denen man hinwandert. Und man bekommt dann entsprechend da irgendwie Preise und macht einen Fortschritt auf der Karte. Es gibt wie immer einen Tagespreis. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Und es gibt hier eben auch diese Liga. Und wenn ich sie jetzt schon mal offen habe, gehe ich da gleich nochmal drauf ein. Wir sehen nämlich hier, dass es am Ende der Ligen Wunschbrunnen gibt. Also das wird vielleicht die Wunschbrunnensammler ein wenig freuen. Allerdings Silberliga oder Goldliga zu erreichen, ohne Diamanten zu investieren, wird, denke ich, schwierig. Also ganz ohne Diamanten würde ich fast ausschließen, weil diese 150 für den Helden, den ultimativen Helden, die sollte man, glaube ich, schon locker machen. Aber um zumindest die Silberliga zu erreichen oder erreichen zu können, aber ich glaube, ohne diesen Helden wird man da keine Chance drauf haben, dort zu landen. Fällt mir der Stift drunter. Aber ob das die Leute, die jetzt Wunschbrunnen sammeln, so wirklich interessiert, ist halt nochmal die andere Frage. Und es gibt in der Goldliga diesen speziellen Avatar, Sir Lionheart. Und der ist sicherlich sehr interessant, also sehr schick auch. Und da werden sich bestimmt einige Diamantspieler für interessieren. Es gibt leider keinen besonderen Trick, wie man jetzt hier irgendwie in die Goldliga sich katapultieren kann, so wie ich den Trick in der im Fußball-Event gezeigt habe. Leider nicht. Kann ich leider nicht bieten bei dem Event. Marco, vielen Dank für deine vielen Dank für deine für deinen Gifted Sub an Josie. Ja. Genau, und es gibt nochmal zwei Kits hier am Ende, aber das ist halt wieder so die Frage, ob sich das am Ende, und auch vielen Dank für deinen Gifted Sub an Pi, ob sich das am Ende überhaupt als nötig erweist, dass man diese Kits hier am Ende noch kriegt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden diejenigen, die die Kiste nicht haben, aus dem letzten Event, auf dieses Kit hier angewiesen sein, um es voll auszubauen. Das war ja in den letzten Events auch schon der Fall. Ja, Marco ist hier wieder der Gönner und gönnt erstmal Pi und Josie jeweils ein Abo. Ja, danke dir dafür. Ah, so. Eine besondere Anspielung auf den König des Mittelalters, eine Anspielung auf einen besonderen König des Mittelalters. Gibt es da auch einen Primrose? Kanzler? Oder was meinst du damit? Ach so, Lionheart. Ja, richtig. Das wird natürlich hier der Avatar sein. Ja, Sir Lionheart. Ja, wobei das eine gewisse Mischung ist aus Sir Lancelot und Richard Löwenherz, Lionheart. Hallo Arak, schön, dass du auch da bist. So. Ja, Ara kann nicht jedem Hallo sagen. Okay. Was auf jeden Fall eine Empfehlung ist,
aus meiner Sicht wäre, diese 150 Diamanten einzusetzen, um den ultimativen Held zu nutzen, wenn ihr hier spielt auf der Eventkarte. 150 Diamanten sind eigentlich relativ einfach zu bekommen. Die solltet ihr innerhalb des Events auf jeden Fall durch irgendwelche anderen Sachen wieder rausbekommen. Sei es, ihr spielt Gex oder GG oder irgendwelche normalen Quests. Also 150 Diamanten sind eigentlich locker wieder reinzubekommen. Das sollte kein großes Problem sein. Ja, Josie, ich überlese schon manchmal Nachrichten. Das kann sein. Das kann sein. Falls es was Wichtiges ist, sage ich ja immer, postet es gerne nochmal und dann gehe ich vielleicht darauf ein. So, ja, genau, Kula Malaka. Der Pavillon ist ein nices Bonbon. Das hast du schon mal gut erkannt. Ja, Kanzler, du hast es nochmal in aufmerksam, mit mehr Aufmerksamkeit geschrieben. Aber ich glaube, man als Mitleser kann man das noch gut, kann man noch gut erfassen, wer Hallo sagt. Das ist, glaube ich, noch nicht so wichtig, dass man jetzt hier die Nachricht fett schreibt. Aber für mich vielleicht, falls ich irgendwas Wichtiges nicht überlesen soll, ne, dann ist es vielleicht hilfreich. Genau, und der Pavillon ist der Tagespreis vom ersten Tag. Das wird wahrscheinlich auf dem Live-Server auch so sein. Und der Pavillon ist sehr klein, 2x2, und ist so eine Art Baby-Alcatraz. Ja? Also es bietet zwei zufällige Einheiten, wahrscheinlich aus dem eigenen Zeitalter, also sehr wahrscheinlich. Also in meinem Fall wäre das jetzt das frühe Mittelalter. Das heißt, es wird jetzt keine Agenten oder Helden oder solche Spezialeinheiten bringen, was ja ein Alcatraz auch bringen kann, wenn man die Gebäude in seiner Stadt hat. Aber das wird, denke ich, ein extrem hilfreiches Gebäude sein für Städte, wo man sich einen Alcatraz sparen möchte. Weil das nämlich das erste Gebäude ist, was man wirklich als Tagespreis in einer gewissen Menge erhalten kann. Um davon mehrere in die Stadt zu stellen und sich Alcatraz zu sparen. Und wenn man jetzt ein kleiner Spieler ist, dann kann man sich jetzt hier in diesem neuen Event sich so ein paar von diesen Ritterpavillons zum Beispiel beschaffen. Und wenn man davon 4 Stück hat, dann kriegt man pro Tag 4 ungebundene neue Einheiten. Und Kanzler, danke dir für dein Follow. Ich dachte, du folgst mir schon. Danke dir. Genau, dann kriegt man da 8 ungebundene Einheiten pro Tag und das ist einfach mal extrem hilfreich, um in den Gildengefechten und der Gildenexpedition gut durchzukommen oder auch im GVG. Und wenn man eben noch keinen Alcatraz hat, wo man eben ständig neue ungebundene Einheiten kriegt. Genau, und deswegen wird es, denke ich, ein sehr willkommener Preis sein für viele kleine Städte, die sich keinen Alcatraz gebaut haben, noch nicht, oder vielleicht dann sogar sagen, ja, wozu brauche ich überhaupt einen Alcatraz? Das reicht doch mit dem Ding hier. Genau. Allerdings, man kriegt keine Agenten. Das ist natürlich ein Nachteil. Also ich würde auch davon ausgehen, dass man keine Agenten kriegt. Weil üblicherweise produzieren die eben Einheiten des eigenen Zeitalters und keine zeitalterlosen Einheiten. Genau, so Agentenverstecke werden also trotzdem noch gebraucht. Ja, eine Pavillonwüste. Ja, vielleicht bei Kämpfern, kann schon sein, ja, dass sich schon einige so ein Pavillon zulegen werden. Je weiter man das Alcatraz levelt, desto effektiver wird dann natürlich das Alcatraz. Es hat natürlich eine riesige Grundfläche im Vergleich und man kann schon einige Pavillons aufbauen, bevor man so ein Alcatraz die Grundfläche erreicht hat. Aber natürlich, so ein Alcatraz auf 80 produziert halt sehr, sehr viel mehr Einheiten noch als dann die Anzahl an Pavillons, die dann da hinpasst auf die Fläche. Und man kann halt gezielt Einheiten produzieren, genau die, die man braucht und nicht eine zufällige Auswahl. Ja, jetzt habe ich schon wieder geschlossen.
bleiben wir noch hier. Bleiben wir noch hier und schauen uns mal den Hauptpreis an. Der Hauptpreis ist die Heldentaverne. Und ja, Pi meint, es ist ein sehr schönes Gebäude, finde ich auch. Man kann es natürlich jetzt hier, ich zoome mal ran. Zoom mal etwas ran. Na, kann man ja dann auch schon besser erkennen. Was macht denn? Jetzt habe ich so weit rangezoomt, jetzt springt der FOE-Helfer aus seinem Rahmen. Okay, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Ja, es sieht schon in klein gut aus. Es ist, ne, es ist halt schön grün mit schönen vielen großen Bäumen. Und je größer die Heldentaverne wird, desto hübscher wird sie natürlich als Gebäude insgesamt auch. Und desto effektiver, wie das immer so üblich ist. Und man muss schon sagen, das ist schon ein fettes Gebäude. Sehr viel Angriffskraft und Verteidigungskraft für die angreifende Armee. Und 11 Forge-Punkte. 11 Forge-Punkte ist, glaube ich, eh schon das Maximum, wenn ich mich nicht irre, was bisher an Eventgebäuden rausgehauen wurde, dass ein Eventgebäude 11 Forge-Punkte gab. Mal abgesehen von irgendwelchen Random-Events. Und das ist schon krass. Und dazu dann noch die ordentlichen Angriffsboni. Und ich habe ja die Ankündigung noch offen. Da klappe ich mal den Teil hier auf mit der Taverne. Denn hier sieht man, dass sich das hochtreibt bis auf plus 27% Verteidigung für die angreifende Armee und 21% Angriff für die angreifende Armee. Das geht jetzt noch nicht in die 30% rein, die wir bei anderen Gebäuden kennen. Aber man muss das ja auch zusammennehmen. Ne? Also es hat halt beides. Und von daher schon ganz schön gewaltig. Da würde ich jetzt zweifeln, dass sie da noch was dran drehen an den Werten. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie da noch Güter mit reinpacken. Weil es gibt noch keine Güter, aber ich denke, die meisten Leute werden damit schon so zufrieden sein. Vielleicht gibt es nochmal einen Upgrade, dass es zusätzlich noch Güter gibt. Aber es muss ja nicht immer alles geben. Ne? Ja, es gibt schon Gebäude, die 11 FP geben. Das meine ich damit nicht, aber es gibt kaum Gebäude, die mehr geben. 13, sagst du? Jetzt muss ich mal eben gucken. Was gibt denn 13? Dieses Keltengebäude, sagst du? Habe ich das überhaupt gebaut? Ich glaube, ich habe es noch nicht mehr in der Stadt. Also in meiner Hauptstadt, da ist ja immer noch der Umbau fällig. Ne? Das hatte ich ja geschrieben, wäre ich jetzt keltischer Bauernhof. Wie heißen denn die Kids dafür? Ja, Mensch. Zwölf, okay. Aber es ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Man muss ja auch noch sehen. Das Ding hier hat dann eine Größe von 5x6 und die Heldentaverne eben nur 5x4. Also es ist auch nochmal deutlich kleiner und dann 11 FP und diese Angriffskraftwerte ist schon erstaunlich, denke ich. Okay. Ja, Diamantrix schenkt mir eine 100er Bombe. 100er Subbomb. Ich bin gespannt, wann das kommt. Ob er die jedem schenkt. Wahrscheinlich schon. Ich denke mal, die wird er jedem schenken. Das ist dann die große Charmoffensive von Diamantrix. Ja, gut, 11 ist noch nicht das Maximum. Aber es gibt offensichtlich ein paar mehr. 12 und 13, wie ihr schreibt, bei einigen Gebäuden. Aber die Grundfläche ist einfach auch noch sehr klein. So, und ich schließe das Fenster immer. Ich weiß nicht, so Gewohnheit. Dann gibt es hier wieder dieses Reward-System, wo es diese zwei Spuren gibt. Ich weiß nicht warum, aber der Knopf, der wackelt hier immer
auf der Beta. Wenn es dann auf dem Live-Server ist, dann funktioniert es. Bei mir wackelt es zumindest immer. Es gibt wieder dieses Reward-System. Ich glaube, ich könnte mich jetzt irren, aber war das... Nee, beim Wildlife-Event wird es das geben, wenn es dann demnächst startet. Aber das gab es, glaube ich, auch schon mal auf den Live-Servern. Und da ist es ja jetzt so, dass man eine Linie hat, die wie üblich funktioniert, wo man als jeden zweiten Preis in diesem Fall ein Tavernen-Upgrade-Kit bekommt. Oder eben das Grundgebäude. Und dann gibt es die Linie, die man sich mit Diamanten freischalten kann. Und wo man dann nochmal zusätzliche Preise bekommt. Ja. Vielleicht mal. Also ich meine, die untere Linie ist nichts Besonderes. Da seht ihr halt immer, das Upgrade-Kit für das Hauptgebäude und zwischendrin Dinge, die nicht so mega wichtig sind. Reno-Kits sind für viele sehr wichtig, aber auch relativ üblich. Auch Einlagerungskits sind so übliche Preise, die man in Events bekommt. Die sind natürlich immer gerne gesehen für viele Spieler, aber es ist jetzt nicht so was großartig Besonderes und ihr findet nicht mal einen Wunschbrunnen unten auf der Leiste. Das heißt, wenn ihr keine Diamanten ausgibt, gibt es auch hier keinen Wunschbrunnen auf der normalen Leiste. Wenn ihr allerdings Diamanten ausgibt, dann seht ihr hier schon auf der oberen Leiste gibt es relativ schnell einen Wunschbrunnen. Es gibt auch ein Schrumpfkit. Es wird auch einen Schachmattplatz geben. Auch ein gutes Gebäude. Ja, Ausbaukits für die Hanami-Brücke. Ich denke, die Leiste oben ist nicht schlecht. Kann man sich, denke ich, überlegen, ob man die 1200 Diamanten da einsetzt. Insbesondere auch wegen dieses Gebäudes hier. Das ist auch ganz nett. Flower Maidens. Das ist auch einzigartig. Das werdet ihr nur einmal bekommen. Und zwar hier oben auf der Leiste, dieses eine Mal. Und es ist ein 2x2-Gebäude mit 2 Forge-Punkten und 5% Angriffs- oder Verteidigungskraft für die angreifende Armee. Also so ein besserer Wunschbrunnen. Sicherlich nicht verkehrt. Sicherlich ganz nett. Und mit deutlich weniger Aufwand zu bekommen, wenn man 1200 Diamanten einsetzen mag. Man könnte jetzt beispielsweise den uralten Obelisken, den habe ich jetzt mal verglichen gehabt, damit auch aufstellen. Der hat ganz ähnliche Werte. Bisschen mehr Verteidigungskraft noch, aber dafür keine Einwohner und keine Zufriedenheit. Aber da rankommen ist natürlich Aufwand. Ja, da muss man halt die Ägypter mehrfach vollständig durchspielen, um die soweit ausbauen zu können. Genau. Aber dafür gibt es den einfach nur einmal. Ne? Also mehr als einmal könnt ihr den erstmal nicht bekommen. Das ist dann so ähnlich wie mit dem Insektenhotel vom bald startenden Wildlife-Event. Big L? Soll er auch eine Sub-Bomb geben? Eine Hunderte? Ich könnte ja zu Big L im Anschluss raiden. Schauen wir mal. Zwei Events ohne Güter im Hauptpreis. Könnte sein, dass das Inno mehr Richtung Kampf noch drücken will. Keine Ahnung. Für mich ist es persönlich nicht so wichtig, aber ich denke, ja, für kleinere Spieler ist es schon wichtig, dass die Eventgebäude auch Güter drauf haben, weil sonst wird es natürlich schwieriger. Sonst muss man mehr Gütergebäude bauen. Ja. Vielleicht kommen die Güter noch drauf. Wie gesagt, wäre möglich. Okay. Die tanzen schön im Kreis. Ja, das sieht man bei Pi im Video on Demand. Falls ihr im Anschluss noch in Pis Event-Video reinschauen wollt. Er hat das Gebäude aufgebaut und da tanzen die schön. Wobei, ich könnte mir das ja jetzt auch mal hier
könnte mir das ja auch mal leisten und mal reinschauen, ne? Man kriegt ja hier immer Diamanten geschenkt. Auf der Beta-Welt. Damit man damit rumprobiert. Und ich werde mal eben damit rumprobieren. Animationen habe ich ja an, wie ich hier gerade sehe. Und ja, da sieht man jetzt das neue einzigartige Gebäude mit 5% Verteidigung für die angreifende Armee und 2 Fortschritten und 4 tanzenden Mädchen. Genau. Und dann, ich versuche mich mal hier ranzutrauen. Schauen wir erstmal hier nochmal auf diese einzelnen Figuren drauf. Dieser Axtkämpfer bringt Einheiten, der Jäger bringt auch Einheiten, der hier sind, das sind aber die Spezialeinheiten. Und der Wanderer, weise Wanderin, doch eine Wandererin, oder? Würde ich vermuten. Ja. Die hat halt so spezielle Sachen. Upgrade-Kits. Oder um eine Stufe, um ein Level. Und so weiter. Der Event-Auswahlassistent funktioniert auch schon vom FOE-Helfer. Ich werde mal versuchen, auf den Ritter-Pavillon zu spielen, sodass ich den vielleicht auch aufstellen kann, dass man den uns nochmal in rangezoomt anschauen können. Da gehe ich jetzt mal nach dem FOE-Helfer. Die Abweichung zwischen dem großen Preis bei dem starken und bei dem mittleren ist ja minimal hier. Ja, also bei dem kleinen sollte man eher nicht machen, denke ich. Aber hier ist es ja fast egal, was man wählt. Ob man jetzt den weiten Schritt oder den mittleren Schritt nimmt. Ah, so viele Emotes. Und so viele Herzchen. Und Trolle. Sehr schick. Ja, P macht Streamings und hinterher entstehen auch noch Videos aus den Streams. Ganz automatisch. So, schauen wir mal die Figuren an. Bartender, eine Barkeeperin. Ja, Schrein der... Was war das nochmal? Ehrfurcht? Ehrfurcht, denke ich. Ja. Genau, der Blaupausenschrein. Und ja, sonst nichts Besonderes. Ein paar Tränke. Güter beim... hier Armbrustschützen und noch, dann gibt es noch den Wanderer, den nicht den Weisen, sondern den normalen. Der hat den Schrein der Inspiration mit in der Tasche. Okay. Auch nichts Besonderes dabei, kein Wunschbrunnenfragment oder so. Schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Ein Jäger oder eine Jägerin hat auch Einheiten. Einen Heiligen, der gibt Forge-Punkte. Und einen königlichen Ritter. Aber auch der gibt Supply-Boost. Gut. Ach, warum habe ich eigentlich nicht den hier noch ausgelöst, wenn ich hier jetzt spiele? So, wenn schon, denn schon. Okay, hier ist wieder der... Die kennen wir alle schon. Den Royal kennen wir noch nicht. Okay, der gibt dann einfach die Gebäude, die man aus dem Baumenü hat. Gut, auch nichts Besonderes. Dann gibt es einen Barden. Da ist er. Da ist er. Also... danke dir für die Erinnerung. Ja, ja, du hast total recht, aber ich bin gerade schon drauf gekommen. Und plötzlich funktioniert es auch, ne? Plötzlich kriege ich das, was ich zeigen wollte. Und zwar, hier gibt es Fragmente,
für Wunschbrunnen und Wunschbrunnen-Schrumpfkits beim Baden. Also wenn ihr auf euren Nebenwelten Wunschbrunnenstädte aufbaut, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr den Baden wählt. Der Nachteil ist, der Bade ist halt von den Schrittkosten okay, sehe ich gerade. Tatsächlich ist der okay im Vergleich zu den anderen. Mit 27,5. Der ist gar nicht so übertrieben. Der ist jetzt hier sogar für den Knights Pavillon die beste Auswahl. Wird also schwieriger, was die Auswahl der der Figuren angeht, wenn man jetzt auf dem Handy spielt und wenn man den FOE-Helfer nicht dabei hat, wird es schwieriger. Müsste man sich vorher rausschreiben, was da irgendwie am besten funktioniert oder welche am effektivsten sind, wenn man auf den Tagespreis geht oder auf die den Hauptpreis, je nachdem. Genau. Okay, jetzt spiele ich den und kriege einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit-Fragment. Ja, das bestätigt meine Theorie mal wieder. Es wird keine Wunschbrunnen mehr geben. Es gibt nur noch Fragmente und das nächste Event ist wieder funktioniert wieder ganz genauso. Jetzt ist es sowieso sogar der kleinste, der am besten funktioniert von denen oder der die empfohlen wird. Interessant. Da wieder der Barde. Es gibt noch einen legendären Held. Der hat Angriffsboost. Da habe ich mich gerade. Die kennen wir. Crushing Soldier. Uch. Zungenbrecher. Crushing Soldier. Der gibt Medaillen. Okay. Kann man machen. Kann man auch lassen. Ja, es sieht doch ein bisschen danach aus, als sei der kleinste der beste für den Hauptpreis, aber der eher schlechte für die Schrittweite. Habe ich eigentlich den Pavillon schon bekommen? Ist euch das jetzt aufgefallen? Ist das Hero-Event vergleichbar mit dem Hercules-Event in Rock? Nein. Warum? Ich denke nicht. Und natürlich danke dir für den Bit, Cooler Malaka. Habe ich jetzt gar nicht realisiert, aber hast du... Danke dir. Bitte ein Bit. Nicht wirklich vergleichbar mit dem Hercules-Event. Oder war das jetzt gleiche Hintergrundbild? Oder warum fragst du? So, habe ich schon ein Pavillon? Nein, habe ich nicht. Wir klicken weiter. Gut, dass ich Eventwährung mir besorgt habe. Nochmal Fragmente für den Wunschbrunnen. Hatten wir den schon gesehen? Ja, hatten wir schon gesehen. Dann habe ich sie wahrscheinlich schon alle durch. Und da kommt es jetzt langsam zum Ende. Jetzt sind wir fast in der Stadt angelangt. Sie tanzen. Wir sind in der Stadt angelangt. Juhu. Okay. Ja, dann nehme ich jetzt den mittleren, weil der auch mit der Schrittweite besser ist. Aber es soll nicht sein, dass ich diesen Pavillon bekomme. Ich kriege immer nur Wunschbrunnenfragmente. So, mittlerer. Oh, nee, doch nicht. Wäre doch der kleinste gewesen. Ich muss auf der rechten Seite gucken. Zweimal eine starke Einheit. Schrumpfkit. Das ist wieder der Vor-4-Effekt, ne? Es ist noch vor 4 und schon funktioniert es nicht. Hätte ich jetzt auch den mittleren nehmen können, das wäre cleverer gewesen, da der eh auch die gleiche Chance gehabt hätte. Auf den Tagespreis.
Es ist definitiv eine Mischung aus Frühlingsevent und Football-Event. Wenn nicht sogar ein ziemliches Football-Event mit Rittern. Könnte sein, dass sich Eno seine Zahlen beim Football-Event angeguckt hat und dachte, oh, wir machen ja hier viele Einnahmen beim Football-Event, lass uns doch mal das gleiche Event mit Rittern machen. Da kriegen wir vielleicht noch eine andere Zielgruppe. Mit den gleichen Einnahmen oder so. Aber Pavillon will nicht kommen, ne? Ich will. Da ist er. So, den Platz haben wir ja. Direkt daneben. Und. Ist unbeweglich, würde ich sagen. Da passiert nichts. Ja, danke. Danke, Pi. Okay. Ja. So, jetzt könnte ich jetzt hier meinen zweiten Preis claimen. Auf beiden Leisten. Oben gibt es jetzt hier auch noch ein Set an Spezialeinheiten. Und ich bin jetzt auch schon fast beim Wunschbrunnen. Ja, muss ich mir überlegen, ob ich das auf meiner Wunschbrunnenwelt freischalte. 1200 Diamanten. Ich bezweifle es, glaube ich. Auf meiner Hauptwelt schon eher. Hier ist es natürlich wieder wie üblich oder wird es wieder wie üblich sein, wenn ihr vergesst, es abzuholen, dann wird es wahrscheinlich am Ende in euer Inventar gelegt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist es ein Bug und es wird garantiert noch in euer Inventar gelegt. Ja, also ich würde sagen, es wird garantiert in euer Inventar gelegt. Auch wenn es nicht der Fall sein sollte, dann kriegt das im Nachgang noch. Ja, gut. So viel dazu. Dann habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Dann schaue ich mal, ob ich alles schon genannt habe. Baby Alcatraz habe ich gesagt. Wunschbrunnen schwer zu erreichen. Ja, habe ich gesagt. Mit Einsatz von Diamanten vor allem oder über den Barden, ne? Auf dem Spielbrett. Dann das Hauptgebäude, den neuen kleinen Schrein des Wissensklon, den man halt auch über die Diamanten bekommt. Auf Claim drücken, ne? Diesen. Yep. Und was ich noch nicht gezeigt habe, ist, es wird auch wieder die Eventwährung in der Umgebung geben. Und es wird garantiert auch wieder diese E-Mail geben, falls ihr die nicht kennt. Hier in den Settings. In den Settings muss ich ja eben gucken. Ich glaube bei Data Usage. Hier gibt es diese E-Mail. Und ich glaube, das erste muss angehakt sein. Ich wundere mich gerade, warum das erste bei mir abgehakt ist. Aber okay. Das erste muss, glaube ich, angehakt sein, damit ihr. Oder das zweite? Ich glaube, das erste. Damit ihr diese E-Mail bekommt, wo es nochmal ein bisschen Eventwährung gibt. Da werden dann nochmal irgendwie 100, 200 von den Taschen drin sein, die ihr dann hier im Event nutzen könnt. Und es wird neue Ereignisse geben, die sehen so aus zum Hero Event. Also würde ich jetzt davon ausgehen, da schon steht nichts in der Ankündigung, aber es gibt halt dieses
neue Symbol und das ist ein Incident, also ein Ereignis. Und ich würde vermuten, das funktioniert jetzt hier so ähnlich wie. In welchem Event war das noch? Irgendeinem anderen der letzten Events gab es nochmal neue Ereignisse, die dann die Eventwährung enthalten haben. Und hier wird es, nehme ich an, genauso sein. Da wird dieses neue Ereignis in der Stadtumgebung erscheinen und da wird die Eventwährung drin sein und in den anderen nicht. Bei anderen Events ist es ja so, da könnt ihr mit den Ereignissen warten, könnt ihr 24 Stunden vor Eventstart aufhören, Ereignisse einzusammeln und die dann in der Stadt liegen lassen. Und nachdem ihr das Event gestartet habt, könnt ihr sie abholen und habt dann eben bei jedem dieser Ereignisse nochmal eine Chance, zusätzlich Eventwährung zu bekommen. Und wenn ihr die nicht liegen lasst und vor dem Eventstart aberntet, dann ist eben der Anteil der Eventwährung, die ihr bekommt, ein bisschen kleiner. Nochmal so als anderen Tipp. Okay, und dann, gute Nacht, dann nochmal, ich meine, gespoilert werdet ihr hier eh schon alle, schauen wir nochmal in den Spoilerbereich des Beta-Forums. Es gibt Dinge, also gewisse Veröffentlichungen schon, die gefunden wurden in den Spieldateien zum darauf folgenden Sommer-Event. Das hatten Pi und Josie auch schon gesagt, das aktuelle neue oder das nächste neue Event wird halt 20 Tage dauern. Das Helden-Event, Fellowship-Event. Und ich glaube, sie hatten jetzt auch die neue Kiste schon erhalten und da stand dann der Wert 27. Das heißt, das Sommer-Event wird wahrscheinlich 7 Tage nach dem Fellowship-Event starten. Also es ersetzt nicht das Sommer-Event, sondern es kommt zusätzlich zum Sommer-Event und ihr werdet auch eure Piraten bekommen. Marco, du wirst auch wieder Piraten bekommen und es wird ein neues privaten Hauptgebäude, Bootshaus geben und auch ein paar schöne Avatare von grimmigen Piraten und Piratinnen. Aber da ist noch nicht viel zu bekannt. Also es entfällt nicht, würde ich sagen. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe noch nicht die Eventkiste geöffnet. Schauen wir mal, was da drin ist. Natürlich ein Kit, ein Einlagerungskit und 50 Güter. Nicht so viel, keine Forge-Punkte, bin ich nicht böse drüber. Muss ich jetzt keine Forge-Punkte extra verteilen. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich wird diese Kiste notwendig sein, um am Ende das voll ausgebaute Hauptgebäude zu haben oder aber das Erreichen der Silberliga, was ich ja im Moment gerade schon erreicht habe mit dem, was ich jetzt gespielt habe. Aber das kann sich natürlich noch ändern, wenn andere Leute spielen. Da müssen wir mal schauen, wie das dann am Ende des Events aussieht. Ah, ja. Bruder Malaka, du bekommst die E-Mail nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass die irgendwie in deinem Spam-Ordner landet. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht schaust du da mal nach, ob die vielleicht im Spam ist. Das kann sein, weil gerade so E-Mails mit Bildern und sowas werden auch gerne mal geblockt. Es kann auch sein, dass sie nicht mal im Spam ist. Also es gibt ja auch noch Vorfilter. Ja. Hallo Aldrin, einen guten Abend dir. Willkommen. Ich bin mit der Vorstellung des Events jetzt im Grunde durch, Aldrin. Du kommst etwas zu spät. Du kannst natürlich gerne dann das Video noch dir anschauen oder fragst jetzt noch was? Generell, habt ihr Fragen zum Event? Ist irgendwas unklar? Habe ich irgendwas schlecht erklärt? Soll ich irgendwas noch besser erklären?
Baldwin, sag, was dir am wichtigsten ist, was so, wo ich gerne nochmal drauf eingehen soll. Also ich versuche mal zusammenzufassen. Ich glaube, es ist eine Art Forge Bowl Event Klon. Es gibt ein Spielbrett. Man kann hier wieder Spielfiguren wählen und da springt dann der Held hin und man kommt auf dem Spielbrett voran. Es gibt natürlich neue Preise. Sehr gute Preise, muss man dazu sagen. Es gibt einen ultimativen Helden sowie den ultimativen Trainer, den man sich für 150 Diamanten einlösen kann, um dann auf dem Spielbrett voranzuschreiten. Es gibt ein Ligensystem, wo Wunschbrunnen drin sind und ein besonderer Avatar in der Goldliga. Es gibt dieses neue Claim-System, wo man sich für insgesamt 1200 Diamanten, also nicht so wenig, hier die zweite Leiste freischalten kann, wo man dann auch nochmal einen speziellen neuen Preis drauf hat und an Wunschbrunnen kommt, zumindest an einen plus einem Schrumpfkit sowie einem Schachmattplatz, was ja auch viele interessiert. Sonst gibt es da auch nichts mehr so richtig Interessantes. Ja, die neuen Gebäude sind gut. Hier als Tagespreis gibt es auch noch ein Knights Pavillon als neues Gebäude, Baby Alcatraz. Genau. Das im Schnelldurchlauf. Frogball. Genau. Frogball, oder der Frühlingsbowl. Der ritterliche Frühlingsbowl-Event. Das ritterliche Frühlingsbowl-Event ist das. Ja, Gemeinschaftsevent. Steht es so im Titel? Da muss ich jetzt gleich mal schauen. Dann wird es wahrscheinlich die offizielle deutsche Übersetzung sein. Gemeinschaftsevent, ja. Richtig. Dann wird es das Gemeinschaftsevent sein. Finde ich nicht gut übersetzt. Also in dem Fall würde ich fast sagen, tatsächlich, dass es die Gefolgschaft sein sollte. Weil die Gemeinschaft bedeutet im Deutschen vieles. Also deutlich mehr als diese. Das gibt ja hier schon einen gewissen Wanderaspekt. Die wandern halt immer in die Städte. Ne? Gefährten. Gefährten oder Gefolgschaft, ja. Das würde besser passen als Gemeinschaft. Naja. Vielleicht überarbeiten sie den Namen nochmal. Mein Tipp. Das Gefährten-Event, wenn man es kürzer haben will. Gefolgschaft ist so ein bisschen antiquiert, oder? Antiquiert. Ja. Herr der Ringe, die Gefährten-Event. Da kriegen sie ein Rechte-Problem. Das ist nicht das nächste Event. Das nächste Event wird das Wildlife-Event sein. Danach kommt dieses Gemeinschaftsevent, wenn es bei dem Namen bleibt und wie wir gerade eben gesehen haben, es gibt im Spoilerbereich auch erste Bilder zum Sommerevent, also das Sommerevent wird auch kommen. Es wird ein weiteres Event dazwischen kommen mit dem neuen Gemeinschaftsevent. Ja. Gebt uns euer Geld-Event. Vielleicht tatsächlich, also da es sehr an das Forge Bowl Event angelehnt ist, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht die Idee ist von Inno, dass sie da mehr Einnahmen generieren können, weil ja das Forge Bowl Event wohl ihr erfolgreichstes Event ist. Aber das hat wahrscheinlich auch einfach den Grund, dass es da um Football geht. Und die Amerikaner halt große Football-Fans sind vor allem und das Forge Bowl Event auch vor allem in Amerika gut läuft. Ich weiß nicht, ob das auch mit den Rittern zieht, wenn es nur das gleiche Spielprinzip ist. Ich würde es bezweifeln. Ja, aber die Preise sind sehr gut. Und zumindest dieser Held hier, der ultimative Held,
ist erschwinglich mit den 150 Diamanten. Das kriegt man halt locker rein in einem Monat, wo ja so ein Event läuft. Okay, aber dann habe ich, glaube ich, alle Aspekte einmal angeschnitten. Yay, einen neuen Wunschbrunnen-Schrumpfkit. Alle Aspekte einmal angeschnitten. Ich könnte nochmal die Heldentaverne bauen. Können wir da nochmal einen Blick drauf werfen? Das mal am besten so, dann passt auch alles. Nein, es passt nicht. Muss mir noch eine Straße kaufen. Ach, wie furchtbar. Viele gute Preise. Ja, also. Zeig's nochmal. Ich zeig nochmal die Taverne, die ist halt sehr gut. Taverne ist sehr gut. Dieses Baby Alcatraz ist sehr gut mit den zwei Random Units. Davon kann man sich halt viele in die Stadt stellen. Spart man sich das Alcatraz. Und dann dieses Tanzgebäude hier, die Blumenmädchen, ist auch ziemlich gut. 2x2. Sicherlich ganz nett. So, das ist die Heldentaverne. Hier hat sie noch ein leicht verlottertes Dach. Machen wir mal ein Upgrade drauf. Jetzt sieht es schon sehr romantisch aus mit dem Efeu oder dem Wein, was sich da hochrankt. Können wir hier noch über das Claiming ein paar Sachen claimen. Unter anderem ein weiteres Kit. Jetzt hat die Taverne einen Stall für die Ritter, damit sie ihre Pferde dort abstellen können. Sehr schön. Ja, und so geht es dann Stück für Stück weiter aufwärts. Und das Gebäude wird wie üblich sehr effektiv. Ja, den Tauschpreis kann ich mal versuchen, aber ich würde gerne lieber zu Ende spielen. Kann ich auch noch mal einen kurzen. Hier, das sind einige der Tagespreise, die kommen werden. Unter anderem wieder mal die Stage of Ages. Also könnt ihr euch weitere Stages of Ages holen. Stages of Ages. Und eure Städte zu Stages of Ages Städten umbauen. Ja, genau. Jetzt kriege ich gleich mehrere Pavillons. Sehr verrückt. Erst kamen sie gar nicht. Aber jetzt mit aller Macht. Ja, falsch gewählt. Okay. Ja, die Animation hier kann man nicht unterbrechen. Da muss man einmal durch. Anscheinend. Auf dem Handy kann man das bestimmt wieder unterbrechen. Die kann man wegklicken, indem man ins Feld klickt. Wobei die geht auch relativ schnell auf. Ja. Gar nicht so wild. Gut, das will ich ja jetzt hier auch gar nicht alles so super effektiv machen, ist gar nicht mein Ziel. Einmal noch. Zack. Wenn ich dann den falschen Typen auswähle, um weiterzukommen, nicht so schlimm. So, dann drücke ich mal auf den Tagespreis Wechsel dich Knopf, den es ja jetzt eigentlich standardmäßig immer gibt. Ja, habe ich kein Glück. Ruhmeshalle. Kit. Braucht man halt nicht so wirklich. Ich glaube,
Allen Gilden es lieber, ihr stellt Ehrenstatuen oder Elefanten als Ruhmeshallen inzwischen. Du hast noch 7 Bühnen im Inventar, ja. Tja, ich auch. Ich habe auch noch nicht umgebaut. Okay. Josie hatte offenbar sehr viel Glück bei den Stage of Ages. Bei den Bühnen der Zeitalter. Okay, gut. Ja, dann war das der Einblick in das neue Event. Ich glaube, wie gesagt, einen Trick, einen besonderen in die Goldliga zu kommen, gibt es nicht. Wahrscheinlich wird es nur mit Diamanten möglich sein. Naja, es wird nur mit Diamanten möglich sein, das ist ganz sicher. Bei der Fußballmeisterschaft geht sich das bei mir immer noch sehr gut aus. Wobei man sagen muss, ich hatte Glück mit den Tickets. Ich habe einmal 10 Tickets in einem Ereignis gehabt und einmal auch 10 Tickets für Diamanten gekauft. Ist ja auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Und wenn man dann ein bestimmtes Gebäude haben will und sich ein bisschen Diamanten gesammelt hat, dann kann man das machen. Und inzwischen habe ich 2-mal die 50 Stürmerkarten gekauft. Mit einem Mal bin ich nicht mehr hingekommen. Musste ein zweites Mal kaufen. Mal schauen, ob sich das mit dem zweiten Paket bis zum Eventende ausgeht. Es läuft jetzt noch eine Woche. Kann sein, muss nicht. Ja, Uwe, dann hast du ein bisschen mehr Glück gehabt vielleicht, was die Karten angeht, weil man muss ja halt möglichst wenig Karten bekommen. Und vielleicht hast du dieses Kartenpack hier auch liegen lassen, weil ich glaube, das geht, dass man das nicht abholt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es geht, dass man das liegen lässt. Aber ich glaube, man kann diese mittleren Preise oder diese Zwischen... Zielpreise auch später abholen. Man muss sie nicht sofort abholen. Ach, Aldrin. Du bist ein Pechvogel, glaube ich, ja? Ja, das kann halt sein, ne? Also, das ist halt das Problem mit den Wahrscheinlichkeiten. Du kannst halt immer Pech haben, auch. Dafür haben andere dann wieder Glück. Andere haben das Glück, was du Pech hast. Und im nächsten Event sieht es vielleicht anders aus. Da hast du dann wieder Glück. Okay. Ja, dann würde ich jetzt mal zur Routine übergehen. Und meine Stadt hier einsammeln. Ich muss noch Motivierung machen. Zum Glück gibt es jetzt hier diesen hilfreichen Knopf, der mir die Motivierung macht für meinen meinen Friedensturm. Und ich muss es jetzt nicht mehr manuell machen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass in den Quests das manchmal spinnt. Also, dass das nicht funktioniert mit dem Helfenknopf. Also, dass die die Helfen-Quest-Sachen nicht erfüllt sind, wenn man auf den Helfen-Knopf drückt. Ja, ich hoffe, Aldrin. Ich weiß nicht. So ganz aufbauend war es ja nicht, was ich gesagt habe. Okay. Ja, einsammeln, Mogul-Tempel, Kohle-Express. Ich könnte hier schon viel, viel mehr Forschpunkte einsammeln, hätte ich dann mal endlich meine Stadt umgebaut, aber
Er macht's einfach nicht. Der faule Typ. Hatte ich hier nicht die Plätze schon ausgeschrieben? Bin gerade verwirrt. Mir war so. Oh nein. Sonnentempel, festlicher Kanal, Spendum, Rad, Kava-Brücke und Kunst aus Schaas. Voll. Mal reinbuttern. So. Jetzt kann ich auch den Friedensturm wieder abholen. Und eh den ganzen Rest. Wobei. Ja. Egal. Hast du mir gerade geholfen, Arak? Danke dir. Ich hab ja beim Pi auch Aufmerksamkeit gehascht, indem ich ihn motiviert habe, während er das sieht. Habe ich bei Josie auch gemacht, aber es hat sie nicht mitbekommen. Und Josie muss noch alles manuell machen, das ist richtig, weil sie in der falschen Testgruppe ist. Leider. Das, ja. Weiß ich nicht, kann ich jetzt auch noch kritisieren, warum Inno Tests auf dem Live-Server macht? Verstehe ich nicht, aber ich meine, dafür ist der Beta-Server ja da. Eigentlich. Der Hand und manchmal mit den Füßen motivierst du? Oder Arak, bist du auch in der falschen Gruppe? Bist du auch in der falschen Live-Gruppe? Genauso wie Aldrin in der falschen Live-Gruppe. Die Gruppe, die diesen Nachbarschaftshelfer noch nicht hat. Tut mir leid für euch. Ehrlich. Und auf meiner Wunschbrunnenwelt bin ich heute auf Wunschbrunnen-Schrumpfkids gegangen. Die gibt's nämlich heute. Falls ihr habt noch 45 Minuten ungefähr, falls ihr eure Wunschbrunnenwelten noch ein bisschen verkleinern wollt, dann spielt noch ein bisschen Turnier. Ja. Genau. Ja, hier komme ich mit dem einen Kit komme ich nicht mehr an gegen die starken Gegner, aber gut. Ich habe wohl nicht so gut gespielt wie Uwe. Oder kein Glück gehabt. Leidensgenossen. Tja. Die Ausgestoßenen. Aber Pi, du hast es doch, oder? Ja, Aldrin, das bezweifle ich. Also, wenn da steht, dass die Wahrscheinlichkeit so ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit auch so sein. Also auch wirklich so sein, weil sonst ist es Betrug. Ich glaube, das wäre auch wirklich Betrug, weil du halt Geld dafür ein,
setzt und dann musst du auch diese Wahrscheinlichkeit wirklich geboten bekommen. Und wenn dann eine andere Wahrscheinlichkeit dasteht als die, die wirklich angewendet wird, dann wäre das, glaube ich, ein Fall von Betrug. Und das wird sich Inno nicht. Das wird Inno nicht machen. Also du hast einfach nur Pech gehabt. Tut mir leid. Ähnliches, glaube ich, übrigens gilt für diese nicht echte Spielertheorie. Müsste ich mal sagen. Hallo Kathleen. Einen guten Abend dir. Also es gibt ja durchaus Spieler, da fragt man sich, sind die durchgeknallt? Sind die durchgeknallt? Aber das fragt man sich vielleicht auch nur, wenn man sich nicht mit 50-Dollar-Scheinen seiner Zigarre anzündet. Und es gibt hier einfach Leute, die 500.000, ne, die hier auf 1 sind mit 500 oder fast 600.000 Rangpunkten. Da auch hier die Mannschaft ist super stark. Ja, also hat nicht taktisch gespielt, nicht nach meiner Empfehlung gespielt. Hat einfach nur massiv Diamanten reingeballert. Und ich denke einfach, es wird Leute geben, die geben einfach so viel Geld aus und die wollen das. Und ich weiß nicht, ob es auch in die Betrugskategorie fallen würde, wenn es so Fake-Spieler gibt, die von Inno die Diamanten gratis kriegen, damit sie oben in der Rangliste landen und andere Spieler hochlocken. Aber ich denke schon. Ich denke schon, dass das ein juristisches Problem sein wird. Also die Spieler müssten, denke ich, schon echt sein. Ja, da sitzt einfach das Geld sehr locker. Ne? Arak, danke dir dafür. Ich meine, du gibst ja auch Geld fürs Spiel aus, ne? Aber nicht so massiv Geld. Also ein bisschen Geld fürs Spiel sollte man oder kann man durchaus ausgeben, ne? Also mal Diamanten kaufen. Da ist, glaube ich, nichts Schmutziges bei. weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Ja, aber wenn man dann halt diesen einzigartigen Avatar haben will und er das so bezahlt oder der da so viel reinbezahlt, um das zu bekommen, was ja ehrlich gesagt auch total unsinnig ist, ne? Er braucht ja nicht das Doppelte wie Platz 2, um Platz 1 zu halten. Er hätte ja auch ein bisschen sparen können, aber ist wohl nicht nötig. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, klug zu spielen, wenn man einfach genug Geld hat. Diamantrex ist ein Fake-Spieler, schreibt Diamantrex. Ja, also, naja, was heißt ganz oben in der Rangliste jetzt bei dem Event? Also wir haben zum Beispiel den Platz 1 Spieler von unserem Server in der Gilde, den Thunder, der ist bei uns halt ein Gildenmitglied, der gibt auch Diamanten aus, sieht man auch in seiner Stadt. Die ist sehr monoton anzuschauen. Aber er hat halt alles auf Kampfkraft getrimmt und er nutzt diese Kampfkraft, um in den Gildengefechten richtig durchzuziehen.
Aber er dreht einfach in den Events nicht durch, ja. Also ich glaube, er ist hier nicht mal unter den Top 50. Dafür sehe ich hier aber einen Aldrin auf 22. Glückwunsch, Aldrin. Mit lässigen 101 Mannschaftspunkten. Ja, P1 auf A ist dein Gildenleiter. Ja, ich glaube, Aldrin musste dafür nicht so viel Geld investieren, um auf Platz 22 zu kommen. Sith Lord hingegen wird ein bisschen was investiert haben. Der hat aber auch fünfmal so viele Mannschaftspunkte. Aber auch nur weniger als halb so viel wie der Platz 1 Spieler auf W an Ranglistenpunkte punkten. Achtmal Tickets gekauft, ja. Ja, genau, aber für die Mannschaft hast du wahrscheinlich nicht so viel investiert. So. Zack. Die ist eine entspannte Welt, tatsächlich, ja. Die ist halt schon alt, ne? Merkt man halt auch. Da gibt es halt diese Überflieger nicht, die ganz schnell auf Platz 1 streben wollen. Die es eben auf den neuen Welten gibt oder neueren. Spielt ihr das hier noch? Also, ich finde es eigentlich immer noch ein relativ unnötiges Spielfeature, dieses PvP. Aber man nimmt es halt mit, ne? Man nimmt es halt mit, ist halt schnell gemacht, ist halt schnell gewonnen. Und wenn man einfach nur dranbleibt, dann schafft man halt auch die Kristallliga-Truhe in jedem Monat. Also, ich ist jetzt noch nicht mal. Oder der halbe Monat ist rum und die Kristallliga-Truhe ist fast erreicht. Kann man immer einfach mitnehmen, denke ich. Mache ich auch nicht auf den Nebenwelten. Mache ich nur hier. Im Gegensatz zur täglichen Herausforderung, die spiele ich ja schon eher überall. Da bin ich ein bisschen pedantisch. Aber auf meiner Diamantenwelt lohnt sich das ja auch, weil ich halt immer mal wieder einen Wunschbrunnen bekomme. Selten mal, aber schon immer mal wieder. So, das Schöne ist, ich kann ja jetzt hier wieder. Ach, ich bin auf der falschen Welt. Bin ja gar nicht auf der Diamantenwelt. Das ist ja meine schöne Welt. Und da habe ich wieder ein bisschen aufgerüstet. Ich muss mal wieder zu euch in den Stream meine Stadt einreichen. Pi und Josie. Nächsten Samstag vielleicht. Dann muss ich noch einmal spielen, bevor der Timer vollläuft und die Tickets volllaufen. Ich glaube, das hier wird auch schwierig. Gegen den Stärksten. Ja, das war es jetzt schon an Möglichkeiten. Interessanterweise, Kula Malaka, nee, Uwe war es, der mit einem Kit hingekommen ist.
Auf Uzeria komme ich auch immer noch mit einem Kit hin. Ein Kit, sage ich. Ein Kartenset, was ich gekauft habe. Hier habe ich, auf Uzeria habe ich nur. Ist richtig? Ist richtig. Ja, weiß ich nicht. Ich habe anscheinend auf Uzeria irgendwie entweder besser Glück gehabt mit den Karten oder sowas, aber ich komme hier auf jeden Fall auch noch mit dem Team hin. Und bin auch noch in der Goldliga sogar mit 120. Und ich glaube, ja, hier würde ich es jetzt nicht schaffen, so wie es aussieht. Da wird er jetzt zu stark sein. Ich kann ja noch mal tauschen. 72. Da sieht es jetzt gut aus. 14. 14. Und dann kann ich jetzt hier und. Ups. Und gewinne an der Stelle auch wieder. Auch nur ein Kartenset gekauft auf der Welt. Muss man vielleicht auch ein bisschen, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei. Wenn man weniger random Karten bekommt, dann hält das eine Kartenset das Ungleichgewicht halt länger durch, ne? Mindestens dreimal Mannschaft und Stürmer gekauft, also Stürmer gekauft. Ja, geht aber auch noch, Aldrin. Eine Milliarde hast du geknackt. Glückwunsch. Du hast mich auch überholt, ne? Ich glaube, du warst mal hinter mir. Ich bin noch nicht bei der Milliarde. Da bist du. Aber ich falle auch immer weiter ab. Ich bin jetzt Platz 120, ist eine schöne Zahl, aber ja, wie gesagt, ich war ja mal auf 86, glaube ich. Aber es geht jetzt immer weiter abwärts. Das liegt halt daran, dass ich nicht genügend Gildengefechte spiele, aber ich habe keine Lust, Gildengefechte zu spielen. Mehr als nötig. Ich spiele halt mit, wenn es sich zeitlich anbietet und meine Gilde halt sagt, dann und dann sollten wir viele sein. Dann bin ich halt gerne dabei und auch mal bei mehreren Kämpfen hintereinander. Aber manchmal halt auch nicht. Heute bin ich noch bei Null Zermürbung. Viele Möglichkeiten gibt es jetzt auch nicht mehr. Geht noch was? Sieht schlecht aus, ne? Sieht schlecht aus. Gehe ich hier heute mit null Zermürbung raus? Ja, 0:12 Uhr. Geht's weiter. Könnt hier noch einen Kampf machen. Aber die ist gesperrt, der Sektor. Shame, ja. Bing, bing, bing. Shame. Spannender Gildenkampf. Findest du? Ja. Der Löwe ist in München angekommen. Tyrawal, war das sein Ziel für heute, nach München zu kommen? Das ist ja nicht so weit, oder? Ein neuer Forge of Empires Streamer und Spieler, Lionsteer, der fährt gerade mit dem 9-Euro-Ticket vom Süden nach Norden. Und sein Ziel war anscheinend Bamberg, so wie Diamantrex anmerkt, und er ist nach München, hat es nach München geschafft. Ja. Ob er dann tatsächlich den nördlichsten Bahnhof noch erreicht in seiner gesteckten Zeit? Ja, ich drücke ihm die Daumen. Er streamt das auch. Also, er streamt zwischendurch immer mal wieder, wie weit er gekommen ist und so. Und erzählt dann so ein bisschen davon. Falls ihr den Lionsteer noch nicht kennt, dann
Werft gerne auch bei ihm mal einen Blick rein. Ich habe heute auch nur 730 Kämpfe gemacht. Nicht schlecht, guter Malaka, nicht schlecht. Ja, aber es gab so Zeiten, da habe ich das auch gemacht. Und da hatte ich halt auch richtig Lust darauf. Aber im Moment, muss ich sagen, habe ich, also Forge of Empires Blues jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, mir macht das Spiel schon Spaß. Aber die Gildengefechte, kann man mich mit jagen. Also wenn da kein Rennen ist und gesagt wird, oh, jetzt müssen wir auf der Matte stehen, die Gegner haben schon 80 Punkte, wenn der Sektor aufgeht, oder 75, und dann muss wirklich flott gehen, dass wir den schnell einnehmen, und dann sind die Gegner auch da und es wird ein spannendes Rennen, schlafe ich ein bei den Gildengefechten. Ja. Also so Spannungslevel einschlafen, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, ich würde den Stream jetzt auch gar nicht mehr groß in die Länge ziehen wollen. Ich würde den jetzt auch dann demnächst so bei YouTube hochladen, dass dann auch diejenigen, die das verpasst haben, da gerne nochmal reinschauen können. Ich denke, zu dem Event muss man nicht mehr viel sagen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da ein Video zu mache. Also ein extra Video, was anders ist als dieser Stream. Wie gesagt, den Stream lade ich hoch. Ja. Aber man weiß ja nie. Das hatte ich beim Fußball-Event auch gedacht. Da dachte ich auch, naja, hier ist ja nicht viel zu sagen. Da muss man nichts weiter erklären. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Dank der Inspiration von Zocket und Pi. Ja. Genau. Dann würde ich jetzt nämlich noch ein bisschen Rocket League spielen mit Alec und Freakman. Denn da ist eine neue Saison gestartet. Es sei denn, die können nicht, die beiden. Könnt ihr? Und auch gar nicht mehr so lange wach bleiben wollen. Morgen muss ich mal wieder ins Büro. Ja. Genau. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Thyraval. Vielleicht mag ja Thyraval noch. Ach, Thyraval. Vielleicht mag ja Freakman noch live gehen. Schau Streamchat. Marco, wiederhol es nochmal, wenn es noch was Wichtiges ist. Ja. Gut, dann freue ich mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen Dank nochmal für den Bit, das Bit und die Subs an Kula Malaka und Marco. Und Dank auch an Kanzler für den Follow. Und danke nochmal dir, Thyraval, für deine gewohnten, liebgewonnenen 42 Bits. Das ist die Antwort auf alles. Ach ja, und natürlich Kula Malaka nicht zu vergessen. Du hast ja auch mit Prime wieder eine Subscription dagelassen, und Selene ist auch heute zum ersten Mal dabei gewesen mit ihrem Follow. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es war interessant für euch, so ein kleiner Einblick in das neue Event, auch wenn es nicht viel anders ist als Events, die wir schon kennen. Aber, wie gesagt, ganz interessante Preise mit sich bringt. Und dann würde ich, glaube ich,
Weiß ich noch gar nicht. Vermutlich schaffe ich es irgendwann zwischendurch nochmal zu streamen. Ansonsten auf jeden Fall wieder nächsten Mittwoch. Mit wahrscheinlich auch nicht Forge of Empires, weil jetzt habe ich ja das neue Event schon angeguckt und das Wildlife-Event ist dann auch noch nicht gestartet auf dem Live-Server. Andererseits müsste ich mal meinen Stadtumbau starten. Den Stadtumbau. Vielleicht einen großen Stadtumbau-Stream. Das ist dann halt nicht so interessant, ne? Das bietet halt nicht so viel Austausch, Gesprächspotenzial, ne? Ich mag das halt gerne, wenn man auch darauf antworten kann auf Sachen, die ihr schreibt. Auch wenn ich Sachen überlese, was mir leid tut, aber ich mein's nicht böse. Schreibt es, wie gesagt, dann nochmal. Ja, aber für den Stadtumbau den Schuh anziehen. Ja, ich kann ja den Chris Schuh nicht so einfach einfliegen lassen. Aber vielleicht kommt der Freakman mal zu Besuch. Mal schauen. Das wäre dann auf jeden Fall mal interessant. Da würde ich mich drauf freuen. Das stimmt, Aldrin. Das stimmt. Das wär nicht so verkehrt, wenn es zwei gäbe, die und jemand, der auf den Chat aufmerksam macht, wenn es was Wichtiges gibt. Das stimmt. Ja. Das ist halt der Vorteil, wenn Josie und Pete zusammen streamen. Dass es halt immer zwei gibt und immer nur einer reden kann und dann. Allerdings haben sie auch zwei Chats. Das macht es dann auch wieder schwer. Naja. Da ist es auch die Erfahrung. Die haben ja auch ein bisschen länger Erfahrung als ich mit dem Stream. Okay. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn nicht, dann bis spätestens, also wenn es zwischendurch nichts wird, bis spätestens nächste Woche. Ansonsten schreiben wir uns gerne. Kommt auch gerne mal auf meinen Discord-Server, dann können wir auch da miteinander schreiben. Oder auf dem FOE-Olymp. Den kennt ja der Großteil von euch. Und sonst, ja, würde ich jetzt Schluss machen und wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und eine schöne restliche Woche. Macht's gut und danke nochmal. Ganze 21 Zuschauer habe ich aktuell noch, sehe ich hier. Wow. Habe ich gar nicht drauf geachtet im Laufe des Streams. Ab zum Löwen. Ist der gerade live? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, Lion ist gerade live. Ach, da habt ihr wahrscheinlich gerade deshalb rausbekommen, dass er jetzt in München ist. Ja, von daher würde ich sagen, raiden wir auf jeden Fall zu Löwe. Denn Löwe streamt zwar aktuell nicht Forge of Empires, aber er ist einer der Forge of Empires Streamer, die es auf Twitch gibt. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann schaut mal gerne bei ihm rein und folgt ihm auch gerne. Jetzt ist er weg. Ist er weg? Nee. Komisch. Wird mir nicht angezeigt. Ah, wird mir nicht angezeigt. Wahrscheinlich, ja, wird mir gerade nicht angezeigt. Aber wir streamen zum Lion. Und der streamt gerade irgendwie aus München anscheinend. Und ich drücke schon mal auf Raid beginnen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dann. Löwe hat Internetprobleme. Ja, ich raide trotzdem zu ihm. Lasst ihm gerne ein Follow da. Schaut mal bei seinen Forge of Empires Streams rein. Der ist, wie gesagt, noch am Anfang und da könnt ihr auch noch so ein bisschen mal in den Anfang reinschauen und
euch erinnert fühlen, wie ihr damals angefangen habt, vielleicht ein paar Tipps da lassen, vielleicht mal so ein paar Ideen von aus der anderen Perspektive hören, wie wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Und vielleicht seid ihr ja selber auch noch nicht so lange dabei und könnt euch da gut in ihn hineinversetzen als Forge of Empires Spieler. Ja. Soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Nächste Woche könntest. Chris, nein! Servus, habe ich die Ehre! Merci für deinen Raid! Ich grüße dich aktuell aus der Landeshauptstadt Bayerns, München! Endlich so. Das ist